Wir sind zurück in Wiesbaden. Ein Wechsel bei den Gästen aus Jena zu Beginn des zweiten Durchganges. Günther Schmidt bleibt draußen und Bock ist der neue Spieler bei den Gästen beim FC Carl Zeiss Jena. Dominik Bock, Außenspieler, Offensivspieler, der etwas mehr Leben hineinbringen soll in die Offensive der Blau-Gelb-Weißen. Hier gleich mal am Ball. Redemann. Starke, gut gemacht gegen Modica. Eckert, Brückmann mit der Idee, Starke anzuspielen. Kolke verspringt der Ball. Schuss. Panewitz heftig attackiert. Einige Fehler von Panewitz im ersten Durchgang. Jetzt gibt es Freistoß für den FC Carl Zeiss und Gelb für Patrick Schönfeld. Und im Mittelfeld sollten die Wiesbadener wirklich enorm aufpassen. Da haben sie kaum noch Möglichkeiten zu wechseln. In der Defensive gibt es kaum noch Alternativen auf der Bank und auch generell, sodass eine Sperre wirklich gefährlich wäre. Brandstätter kommt für Kieré, der unauffällig blieb in der Spitze neben Scheffler, und Philipp Tietz kommt für Brückmann. Das heißt, Marc Zimmermann hat seine komplette Offensive einmal durchgetauscht. Tietz und Bock für Günther Schmidt und Felix Brückmann. Steffler, Schönfeld, raus für Schwadorf, schnell durchkombiniert, super gespielt, Schwadorf wieder am Ball, will Andres anspielen, aber den Ball erreicht er nicht. Schönfeld nochmal mit der Grätsche oder ja mit dem Einsteigen gegen Panewitz, das ist dann im Grunde genommen auch eigentlich zu kleinlich, dafür Gelb zu geben, zumal das Spiel bis hierhin absolut fair war. Die Verletzung unglücklich, ja, aber dafür Gelb zu geben, eigentlich keine wirkliche Begründung. Ralf Minzel. Schwadorf. Aufgepasst von Gerdach. Mockenhaupt. Lorch. Brandstätter. Ist mal durch. Brandstätter! Beste Möglichkeit in der zweiten Halbzeit. Und Brandstätter zeigt, warum er eingewechselt wird und was Rüdiger Rehm von ihm will. Stunde gespielt. Der SVW ist wieder dran gewesen an der Führung. Jena weiter ohne ganz große Möglichkeit. Panewitz jetzt vielleicht mal mit ein bisschen Raum gegen Mockenhaupt. Zuschuss. Tietz mit der Hacke. Nochmal Tietz. Und Schönfeld. Klärt, Schlamar, Gerlach. Eckert. Schlechte Ballannahme. Glück, dass Panewitz da ist. Nächste Chance, Eckert.
Zu scharf gespielt. Dazu in den Rücken des Mitspielers Kevin Panewitz. Sicherlich heute längst nicht da, wo er sein will und auch schon war. Bei den Jenern. Oh, Scheffler! Koppens! Mit einer Glanztat gegen Scheffler. Super Flanke. Gerlach kommt nicht ran. Und Koppens trifft sich selber am Kopf. Und damit ist der Ball geklärt. Das war trotzdem überragend gehalten vom Jenaer Torwart. Und ein toller Angriff der Wiesbadener. Den aber Scheffler dann irgendwie auch unterbringen muss. Irgendwie an Koppens vorbei zum ersten Tor des Abends für den SV Wien. Kontermöglichkeit für Dominik Bock. Kein Handspiel eben bei der Ballannahme. Minzel ist sofort da. Hat sein Denkmal damals im Abstiegsspiel, im Abstiegsendspiel gegen Stuttgart bekommen. Müsste vor 2 Jahren gewesen sein, als er in der Nachspielzeit das rettende Tor gemacht hat, mit dem Wiesbaden in der dritten Liga blieb. Ohne ihn, ohne das Tor, wäre Wiesbaden an dem Tag abgestiegen in die Regionalliga Südwest. Und das für den SV Wien, der ja schon in der zweiten Liga gespielt hat. Es gab dieses Duell, Jena gegen Wiesbaden, auch schon in einer Spielzeit in der zweiten Bundesliga. Das Spiel in Jena am 23. Spieltag 2:2. Das Spiel in Wiesbaden am 6. Spieltag 5:1 für den SV Wien gegen den damals schon tabellenletzten FC Carl Zeiss. Koppens gegen Scheffler. So, tschüss. So, jetzt ist die Fahne oben gegen Manuel Scheffler. Mit Nachspielzeit bleiben etwa 20 Minuten. An diesem Montag, abseits war knapp, aber richtig. Und Zimmermann ist konsequent, nimmt nach den beiden Stürmern, nimmt nach Brückmann und Günther Schmidt jetzt auch Starke runter und bringt Maximilian Wolfram. Nur offensiv getauscht. Erst Bock gebracht, dann Tietz und jetzt Wolfram, damit vorne mal irgendetwas passiert. Irgendeine Torernährung. Davon gab es in diesem Spiel nichts zu sehen beim FC Carl Zeiss Jena. Und so wird es natürlich auch schwer. Klar, Ergebnis ist gut bei einem mittlerweile wieder Aufstiegskandidaten in Wiesbaden einen Punkt mitzunehmen. Aber das rettet am Ende Jena nicht davor, dass es möglicherweise runtergeht. Und sie haben es erlebt, wie schwierig es ist, dann wieder hochzukommen. Haben viele Anläufe gebraucht in der Regionalliga Nordost, wo eben einige Vereine sind, die gerne zurück wollen, andere, die es gerne mal schaffen wollen. Im Moment Erfurt, Chemnitz und in den Jahren davor war es dann Magdeburg, Zwickau und dann endlich hat es Jena geschafft.
So ist Schluss. Für Wolfram. Geht offensiv was beim FC Karlsruhe Jena. So ist Schluss. Und sofort der Ballverlust nach dem Kopfball von Slammer. Völlig unnötig, da den Ball zu verlieren und Wiesbaden den nächsten schnellen Angriff zu schenken. Schäffler für Andrist. Brandstätter und Schäffler. Oh, Andrist ganz frei. Andrist geblockt. Etwas zu lang gewartet. Gleich der nächste Angriff. Schwadorf, vielleicht kriegen wir gleich nochmal die Zeitlupe für Stefan Andrist. Modica, Andrist wieder raus zu Brandstätter, der es besser macht neben Schäffler als Kire. Brandstätter. Und nochmal gedreht. Lorch. Slammer mit dem Ballverlust beinahe. Beinahe den Ball verloren gegen Manuel Schäffler. 5 Minuten plus Nachspielzeit bleiben hier in Wiesbaden. Wo sich, wenn es dabei bleibt, der SVW ihn aber auch fragen muss, warum hat es nicht gereicht gegen ein offensiv völlig harmloses Jena, das es nochmal versucht mit Panewitz. Wolfram, da ist die Chance für Jena, für Maximilian Wolfram, abgelegt von Bock. Aber das ist dann kein Problem für einen Torwart, der an diesem Abend überhaupt nichts machen musste. Kolke im zweiten Durchgang ungeprüft. Mockenhaupt. Schönfeld, Schwadorf und Kühne nach vorn geschlagen gegen Schäffler. 3 Minuten Nachspielzeit. Mockenhaupt. Schwadorf. Vielleicht die letzte Chance an diesem Montagabend auf das Siegtor, das sie wieder zurückbringen würde Richtung Aufstiegsränge. Modica verstolpert den Ball ins Aus und das müsste es dann gewesen sein. Marc Wachs kommt noch für Alf Minzel. Warum Wiesbaden jetzt wechselt, wo sie im Prinzip nur noch Sekunden haben für das Führungstor, das weiß ich auch nicht, aber es kann sein, dass jetzt nach diesem Abstoß schon Schluss ist. Gerlach. Ja, und jetzt ist es vorbei in Wiesbaden. Es bleibt beim 0:0. Ein Spiel, das in der ersten Halbzeit hektisch verlief, mit einigen Verletzungen bei den Wienern, die sie sicherlich auch vor Probleme gestellt haben. Die frühe Auswechslung von Tietz Rivero, die Verletzung bei Redemann, der weiterspielen konnte. Das war sicherlich nicht ideal, um in das Spiel hineinzukommen. Auf der anderen Seite gab es im zweiten Durchgang über Schäffler, über Andres Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen. Jena hat sich komplett darauf beschränkt, im zweiten Durchgang hinten möglichst wenig zuzulassen. Offensiv ein, zwei Gelegenheiten im ganzen Spiel. Aber so wird es natürlich schwer werden. Wenn das Ziel war, hier den Punkt mitzunehmen, dann haben sie es geschafft. Am nächsten Wochenende ist Länderspielpause. Da gibt es das Pokalspiel in Meuselwitz. Und dann kommt Unterhaching ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Für Wiesbaden ähnliches Programm. In 2 Wochen geht es auswärts auf den Betzenberg zum ersten FC Kaiserslautern. Das war's hier am Montagabend aus Wiesbaden. Hat
Spaß gemacht, interessantes Spiel, auch wenn die Tore nicht fallen wollten. Wir melden uns dann in 2 Wochen mit den nächsten Spielen in der Liga und sagen Tschüss, viele Grüße aus Wiesbaden und einen schönen Abend.